Jetzt. Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einem Let's Play mit den Fallout Legends. Zu meiner rechten Seite die First Lady des Weißen Hauses, die Cassidine. Hallo. Dann haben wir dabei die Vice-Präsidentin des Weißen Hauses, die Diva Creativa. Hi. Alles klar, Schneider. Ja. Was? Ey, Commander. Wir haben den Stick 01 und den Stabschef des Weißen Hauses dabei. Moin, moin. Da sagt der Schnitte zu mir. So. Ey, Commander, wie redest du mit mir? Wir haben den Aufpasser dabei. Garvin. Genau, den Nexane. Hallo. Hier werde ich die Ratten nachher auf dem Hals hetzen. Dann haben wir den Harry Hako dabei. Guten Abend. Und den Stabschef der Luftwaffe, der Lexi. Hallöchen. Dann möchte ich recht herzlich natürlich trotzdem auch nicht, oder obwohl nicht im Fallout-System, der spielt nachher mit uns das neue Spiel, was wir am 27. nämlich downloaden und am 28. denke ich mal, vielleicht werden wir es am 27. auch schon spielen können. Ich weiß es noch nicht, aber wir werden auf jeden Fall sehen. Da wird dabei sein der Geronimo. Hallo André. Guten Abend. Der Geronimo, den werdet ihr hier in Fallout nicht zu sehen kriegen. Ihr werdet ihn aber in New World sehen, in dem neuen Spiel, was wir spielen werden, von Amazon. Und dort werdet ihr den Geronimo sehen. Dort werden die Fallout Legends dann in einem Team von 17 Mitgliedern dabei sein. Und wir haben uns schon unterhalten, was, wie, wo. Wir wissen, wir haben noch keine Ahnung. Also wir müssen mal gucken, wie wir wo antreten. Wir gucken auch bloß auf YouTube nach, wie man sich wo anschließen kann, ob wir eine eigene große Gilde gründen können und als Fallout Legends auftreten werden. Ich möchte recht herzlich dazu recht begrüßen. Wer ist jetzt dazu? Ah, German Gremlin. Hallo, Isa. Hallo. Oh, das war aber laut. Oh. Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigung, ich kann auch leiser reden. Nein. Oh, jetzt ist sie. Doch. Nee, du. Nee, jetzt ist gut. Okay. Es wird halt nur etwas knistern im Hintergrund, weil meine Katzen nämlich eine neue Rolle bekommen haben, so ein Tunnel. Ach so, ja, ich kenne das, natürlich. Und der knistert. Ihr werdet gleich Folgendes sehen. Ich werde mein weißes Haus hier jetzt mal verschwinden lassen und ein neues weißes Haus sehen. Das heißt, wir werden eine kleine Was heißt hier Juhu? Was heißt hier Juhu? Donnerwetter nochmal. Als erstes Mal werde ich das Streberhaus zeigen von unserem Stabschef Nummer 1. Und dann werde ich mein Haus zeigen. Erik, wir joinen zu dir. Okay. Und zwar, wo müssen wir da hin? Da ist der Erik. Ich werde mein Haus auch aktivieren. Das habe ich als Hanghuhnhaus. Der Händler hier, der sitzt auf deinem Pferd. Das muss ich erstmal zeigen, danke. Tatsächlich. Ey, los, schneller, Junge! Los! Los! Gib Gas, du schaffst das! Gib ihm die Sporen! Oh. Steig da ab! Da hat er aufgegeben! Darf ich ihn umlegen? Öff gegeben! Cassie, guck dir das mal an, da drüben! Ja. First Lady, da! Das Torwächterhaus steht schon wieder! Der Lexi ist online! Torwächterhaus! So, ich werde jetzt das Weiße Haus mal verschwinden lassen und werde mein viertes Camp. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt mittlerweile vier Camps. Also das Weiße Haus hier. Ich auch. Das Weiße Haus dort. Und dann haben wir hier auf dem Golfplatz meine kleine Grill- und Blockhaus-Villa. Und dann habe ich noch ein Hanghuhnhaus in den Bergen. Und das ist, das hat eine Geschichte, eine eigene Geschichte. Ich habe das mal aktiviert. Wir werden uns jetzt aber erstmal zu Erik beamen. Du hast den Händler da mit weggeschubst, ja. Der ist online weg. Wo wohnt denn der Erik? Na, folg mir einfach. Erik wohnt in den Bergen. Bei den sieben Zwergen. Bei den sieben Zwergen. Bei den Hanghühnern. Ich musste mein Haus einmal umbauen. Also da an diesem Hang baut der Harley. Ich muss hier erstmal ein bisschen hochjoinen, weil wir sonst bei Erik hier irgendwo im Boden joinen hier, spawnen werden. Der Jazzgnome baut da. Also Jazzgnome, Harley, Erik. Und Sigi auch, richtig. Und ich. Ja, wo ist denn das? So, hier, einfach hier zu mir kommen. Erik, bei dir ist gerade was kaputt gegangen. So, wo ist Erik? Ganz einfach. Hier auf der Brücke hat neulich auch einer direkt gebaut, habe ich gesehen. Wen haben wir jetzt? Achim, da kommt er.
Wen haben wir jetzt dazu gekriegt? Blutswende? Ja. Pass auf, Blutswende. Ich habe heute noch ein Attentat vor. Das darfst du aber keinem verraten, wenn wir das Let's Play hier, wir sind ja gerade im Let's Play, obwohl wir in der Plauderecke sind, das macht gar nichts, wir sind im falschen Raum. Dass es hier noch keinen Anschluss gegeben hat, das wundert mich sowieso. Ich wollte nicht so böse sein und dich anschnauzen. Ey, siehst du, ich wusste doch, dass es jemandem aufgefallen ist. Blutswende, danach werden wir noch ein bisschen Rattenjagen, Zombie-Klatschen machen, okay? Sehr schön. Das wusste ich, dass ich dir damit eine Freude bereiten kann. Juhu! So, ich werde mal hier runter gucken. Ich kann in die Richtung gucken. Das ist Eriks Behausung hier. Ihr kennt das ja schon. Der Jauchekarl und, wie heißt der noch, Harry? Harry Harko ist noch dabei. Entschuldigung, habe ich vergessen. Ja. Harry Harko. Der Harry Harko. Herzlich willkommen, Harry. Entschuldigung. Ich fliege ein bisschen rum. So, Harry, der Jauchekarl hat doch hier seine Hütte hier auch irgendwo stehen, ne? Hier oben. Ja, früher mal, ne? Aber jetzt hat er eins immer beim Weitspring Bahnhof. Ach so, da ist German Gremlin, jawohl. Wir sehen sie. So, ich kann jetzt mal zu meinem Camp Fußmarschens runtermarschieren auf der anderen Seite. Also das ist Eriks Camp. Wir gucken uns das dann natürlich erstmal an. Wir gehen erstmal rein. Von oben habe ich ja schon gezeigt. Erik hat hier erstmal hier Fußballrasen gesät hier drin. Finde ich sehr gut. Da kann man mal sehen, was der Mann für Kohle hat hier. Englischer Rollrasen. Hey Jade, welcome to my Let's Play. Hello, hello Jade, nice to see you. So, das ist Eriks Bude hier. Erik hat hier seine Disco-Orgel noch stehen. Was ich am kernigsten finde, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist dieser Braustand hier. Das Ding finde ich wirklich klasse. Wieso ist der manchmal voll und manchmal ist der leer? Ist das, wenn du da drin was verarbeitest oder warum ist da auch mal? Das passt zum Takt, Thorsten. Orgel und die Trommel. Ich höre das ja. Ja, Lexi und keine Frage, das Dream Team, da sage ich nichts mehr zu. Die absoluten Musiker. Also ich finde das Camp ja wieder mal so einen richtigen Treffpunkt für die Fallout Legend. Soweit bin ich natürlich noch nicht. Die ganzen Gehirne hier um deinen Pott und deinen Supermutanten drum. Das ist ja wieder richtig gernig. Hast du auch den Notausgang schon gezeigt? Nein. Ach, da unten, da muss ich ja erstmal hin. Erstmal oben. Erstmal eins after dem anderen. Also hier geht man auf die Dachterrasse rauf. Die zeige ich später. Ich zeige erstmal hier unten alles. Hier hat er seine Sitzecke. Kamin ist schon an. Geniale Sache, sehr gemütlich hier. Das ist die Wasserpfeife, schätze ich, ne? Nein, so weit gibt es nicht. Natürlich ist das eine. So, hier. Also, wer hier schnell raus will, einfach hier aufmachen und gleich durchrennen, Erik. Ne? Genau. War das so? Also, aufmachen, gleich durchlaufen. Aufmachen, durchlaufen. Lexi. Und? Ja, Lexi! Bin gleich unten. Lexi, du müsstest eigentlich bei mir landen. Aber ich habe meine Bremsraketen dabei. So, hier kommt man zu mir, wenn ich hier unten weiter wandere. Ich kann von Erik eigentlich zu Fuß hier längs gehen zu mir. Ich gehe hier den Abhang runter. Hier kann man richtig schön zu Fuß runtergehen hier. Und dann kommt man zu meiner Behausung, wenn man hier geradeaus runtergeht. Sag mal, Lexi, das war doch immer das, wo immer das Foto bei mir erscheint im Ladebildschirm, ne? Wo wir hier mal die Fotos drauf machen mussten. Ne? Den hohen Berg hier, ja, so mal hier, oder? Ja, das ist das. Richtig. Der hohe Berg. So, hier kann man nämlich runtergehen. Also zu mir braucht man hier bloß an den Felsen runtergehen. Hier längs, hier geht man, da geht man nochmal hier lang. Dann klemmt man hier bei den Felsen fest. Und dann sieht man schon meinen Glasballast da unten. Da unten ist er. Da kommt man auch zu Fuß hin. Von unten hoch. Hier habe ich noch nichts gebaut. Tatsächlich. Na toll. Ich habe die Kleine hier, die sitzt hier mit den Füßen im Glasdach drin. Okay. Aber ich mache mal den Kamin schon an. Ich muss mal kurz durchheizen hier. Feuerresistenz. So, und von hier aus könnt ihr nämlich hochgucken. Hier kann man nämlich hochgucken und da sieht man nämlich dann Mr. Protzius Villa da oben. Ja. Mr. Protzius Villa. Protzius.
Musst einen Scheinwischer anmachen, jetzt hast du den Fleck. Wo ist der Festgenommen? Bist du hier auch drin jetzt? Nee, der war da oben, ne? Mal kurz Lexi helfen. Denn Achim hat hier sein Camp auch. Ich hätte mal gesehen, wenn hier alles ist. Ich bin und abgestürzt. Ne? Ja, danke. Hast du keine Bremsfallschirme, Lexi? Der war leer, der Tank. Ja. Musst du einfach rausgehen und dann, wenn du dich einloggen willst, dann musst du da aufs Plus drücken, da kannst du ein neues erstellen. Also wir sind hier in der Nähe vom Besucherzentrum Seneca Rocks. Tatsächlich. Das ist meine Glashütte hier. Ja, Lexi, ne? Hier will ich dann so ein bisschen so grillen und ein paar Blumenampeln ranhängen. Die schön jetzt nach Westen gucken, wenn die Sonne untergeht. Genau so sieht das aus. Das habe ich auch so bei mir gedacht. Atomkraftwerk vor der Tür. Atomkraftwerk vor der Tür, ganz genau. Geht so und so jetzt so. Kraftwerk Mononga haben wir hier vor der Tür. Das ist genial. Nicht weit weg von Fort Atlas. Was und ich auch sehr aus, nicht ein Traum. Wer ist denn da unten böse? Schön. Alles gut da unten? Die Sternwarte rechts. Ach, Nexana, was machst du da für ein Grimmelgesicht? Werbung habe ich hier auch schon dran. Die leuchtet aber nicht. Wieso klar leuchtet die? Hast du irgendwie was auf deinen Augen? Hast du irgendwas auf den Augen oder wie? Nee, hier die nicht. Und warum quillt sie mit Öl? Wo? Tatsächlich. Der verarscht mich hier schon wieder. Warum macht ihr das immer alle? Das wird raus. Hier sieht aus. Drei Hasspunkte, Erik. Schön. Ja. Hier, die drinne. Na, guck doch, ist aus. Die soll doch gar nicht leuchten. Na toll. Das war doch ein Unfall. Das war doch mein erster Unfall gewesen. Oh nein. Ja, dein erster Unfall muss man auch beseitigen, oder? Ganz dünnes Eis. Da fehlt eine Glas. Luisa, ja. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Ihr habt ganz verschwinden zu lassen. Wir haben genug Möglichkeiten, um einen verschwinden zu lassen. Ja, genau. Wir haben genug Möglichkeiten, um jemanden verschwinden zu lassen. Aha. Oh, it's over this way. Over this way. Ich habe den Bumba gerade gehört. Da ist ja. Jade. Da ist Jade. Ey, Chefe. Yes. Da hinten fehlt die Scheibe. Und noch eine Scheibe. Hä? Mir fehlt doch keine Scheibe. Wo fehlt dir eine Scheibe? Oder eine Wand. Wo fehlt dir eine Wand? Hier oben. Nee, da kannst du keine Wand mehr hinbauen. Du meinst hier hinten, ne? Ja. Ja, da kannst du keine Wand hinbauen, weil du hier unten keine Wand hinbauen kannst. Hier unten kannst du keine Wand hinbauen, weil hier ein Stein, ein Felsen im Weg ist. Und aus diesem Grunde kannst du hier keine Wand drauf bauen, weil die da nicht aufsitzt. Das ist das Klasse. Problem. Da muss ich erstmal ein bisschen basteln. Hier werde ich aber... wenigstens ein Geländer hin, ja. Ach, stell dich nicht so an! Aber mit dem Geländer hast du nicht ganz unrecht. Das soll ja sowieso so eine kleine rustikale Brutzelbude werden. Kann man immer schön den Felsen beobachten. Wen kannst du beobachten? Den Felsen. Den Felsen! Oh ja, ein sehr spannendes Beobachtungsobjekt. Ein Felsen. Die Lütte, die werde ich mir aber wieder abgewöhnen hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir könnten sie auch beseitigen. Die ist irgendwie so ein bisschen... Aufpassen, kannst du mal kurz beiseite gehen? Achso, Entschuldigung. Danke dir. Nee, weil ich meinen Zaun hier gerade nicht entsetzen wollte. Du hast auch gemeckert, dass hier kein Zaun... Hallo! Hallo! Jeder hört da. Kuckuck! Wieso hängst du da unten im Glasdach drin, Schnecke? Lexi, was ist los, Daphne? Ich wieder auch quatschen. Ja, Lexi, du bist klar, typisch wieder. So, jetzt habe ich hier einen Zaun vor. Bist du denn zufrieden jetzt? Auf Base, jetzt fällst du da nicht mehr runter. Das sieht doch also, aus. Klasse, Mann. Ja. Bin stolz. Soll ich hier auch noch einen Zaun hinbauen? Geraldo. Aber hier kann man, das ist ein Geheimgang hier. Hier will ich meine Dusche übrigens reinräumen, habe ich so überlegt. Da musst du hier unten aber auch noch einen Zaun machen. Was, wo? Ja, da. Da hier? Ja, da. Da kann man uns wieder gut unterhalten. Nee, kurz aber eher hier machen als da. Wie du duscht. Hey! Oh. Hello! Hey! Grüße! Ja, it's cool. It's got no mic. Ich habe gerade Besuch gekriegt. Jetzt mein New Camp. Ah, interesting. Interesting. What's it going to be?
Camp number four. Camp number four. Four Camp. Ja, ich habe hier bloß noch nicht eingerichtet, hier, weil Nexana gesagt ich hat, hier, ich habe einen hässlichen Geschmack. Quatsch. Was habt ihr hier schon wieder gemacht? Ich bin auf einmal so müde. Nexana, wehe, Nexana. Wenn du dann... das war's dann, dann ich hasse. For the children of Atom from Radbar. Der Stein hier. Werde ich einen Blumentopf raufstellen. Schwer. Zwei Blumentöpfe. So, Erik, du hast ja auch noch ein cooles Camp hier. Harry hat kernige Camps. Da müssen wir noch mal gucken. Harry, welches Camp hast du aktiviert? Der Turm immer noch, der Wachturm ist noch an. So, dann gehen wir mal Wachturm gucken und den gucken wir uns mal bei Harry an. Und Erik, das ist gerade gemein, was du machst. Ich auch, ich will Wachturm. Auch. Ich will auch, Erik. So, erstmal lecker eiskalt, hä? Muss das klar. Jetzt will ich auch. Ich will auch. Also, gib her, sei nicht so egoistisch. Ja, gib her, sei nicht so egoistisch. Schatz, recht. Da muss ich selber essen, macht dick. Das ist wieder typisch hier, da. Kannst du nichts mehr zu sagen. Ich hätte dich. Nein, das stimmt gar nicht. Oh, ja. Kannst du so nicht sehen. Musste jetzt mal gesagt werden, ist hätte dich. Gut, okay. Ja, sie hat recht, wenn sie das so sagt. Ich kann ja da nicht widersprechen. Ich habe immer recht, hör auf. Nö. Doch. Nö. Doch. Frauen haben immer recht, Thorsten. Siehst du? Du mit deinen 50.000 Jahren Lebenserfahrung müsstest du eigentlich wissen. Da äußere ich mich jetzt nicht zu. Und du bist frech. Ja, du bist sowas von frech. Der Harry hat ein cooles Camp. Wer? Der Harry. Harry hat ein cooles Camp. Harry hat ein cooles Camp. Ja, voll dufte. Der Vorduftel. Gut. Wow. Okay, we go to Harry Harko's Camp. Okay, cool. Yeah, I've got the new plans if you want anything. Harry Harko's Camp is on the thump. On the thump, glaube ich. Wie hieß das? Quatsch, Blödsinn. Wie hieß das noch? Sag doch mal, einer Sumpf. Dotter. Ey, Sumpf. Ach, ihr Quatschköpfe. Typisch, ehrlich, wenn man sich... Was soll ich sagen, wie soll ein Sumpf sagen? Ehrlich, ihr... You can travel to us. Ja, sehr gutes Englisch. Ich, ehrlich, mit euch, ehrlich, toll. Little bit. Swamp. Harry Harkus ist on the Swamp. Swamp! So, da gehen wir jetzt hin. Yep, Jutsu hier. Ne? Ja. Baden gehen. Ja, wir gehen jetzt baden. Wo wohnt wer? Im Wasser. Im Swamp. Im Ausgetrockneten See. Ach Quatsch, im Sumpf ist das jetzt, in Ruhe. Ja, wo ist denn das komische Sumpfzeug? Das Sumpfgebiet jetzt auch noch. Da haben wir auch noch ein Camp. Nein, wir werden jetzt erstmal hier, da. Ihr müsst in der Nähe vom Hütten am See. Da Hütten am See. Da ist ein Leuchtturm. Ich hab's gefunden. Das ist voll dunkel. Cottage by the Lake ist das hier. Bumba. Und wer den Eingang findet, ist gut. Harry, ich baue schnell die Schilder ab. Machen wir alles hin, die Schilder, ne? Cottage by the lake. Wo ist denn nur der Eingang? Wo? Where is the entry? Hier. Please open the gate, Mr. Harry Harko. Guten Tag. Come in, please. Jade, come in, please. Ja.
Ach ja. Entschuldigung, bitte nicht. Ist das zu fassen? Bitte draußen bleiben, ja? Wir haben zu tun hier. Hi, Schatz. Ich bin die mit Erik. Du hängst ja auch mit deinen ganzen Klamotten da im Whirlpool drin. Guck dich erstmal an. Das ist aber nicht der Sumpf. Das ist nicht der Sumpf, das ist der ausgetrocknete See. Aber nichtsdestotrotz. Du hast gesagt Sumpf. Ja, hast du. Ja, Pech. Jetzt wegen Luisa beende ich jetzt leider die Aufnahme. Und verbleibe bis zum nächsten Mal. Eure Fallout Legends und euer Quincy. Tschüss. Tschüss.